Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, wir gehen jetzt mal ins Restaurant Also, rein, fragst, weil da wir so versteckt manche sich ein Mulan Wunder. nämlich irgendwo. Da ist sie schon. Und die hat eine neue Quest für uns. Es gibt etwas aus meiner Kindheit, das ich gerne ins Dorf bringen würde, Gameplayerin. Hast du einen Moment Zeit? Klar, ich höre zu. Ich rede am besten auch nicht so viel, weil meine Stimme ist gerade ein bisschen brüchig. Das nennt man ein Schattenspiel. Als ich ein kleines Mädchen war, kamen die reisenden Puppenspiele in mein Dorf. Ja! Sie waren magisch. Also habe ich mir gedacht, was wäre, wenn wir etwas von dieser Magie hierher bringen würden? Was für eine tolle Idee. Ich bin froh, dass du so denkst. Es ist eine Tradition, die ich gerne weitergeben möchte. In dem Schattenspiel soll es darum gehen, was passiert, als Mushu und ich das Dorf während des Vergessens verließen. Unsere Suche nach einer Lösung, unsere Reise zurück nach Hause. Vergessen und erinnern. Einfach an alles. Wie kann ich helfen? Um ein Schattentheater zu machen, braucht man viele Dinge. Und ich glaube nicht, dass ich das Stück schreiben und alle Materialien dafür sammeln kann. Kannst du die Sachen für das Theater finden? Ich habe eine Liste gemacht. Ich muss mit Mushu darüber reden, woran er sich erinnert, bevor ich mit dem Drehbuch beginnen kann. Ja, natürlich. Was noch? Ja, wir brauchen jemanden, der die Schattenpuppen tatsächlich herstellen kann. Ich bin in vielen Dingen gut, aber nicht darin. Minnie ist so kreativ. Meinst du, du könntest sie fragen? Ich bin sicher, dass sie dir gerne helfen wird. Und zusätzlich noch begeistert von so einem kreativen Unterfangen sein wird. Oh, das hoffe ich doch. Sie ist immer so nett. Also gut, ich sammle Material für das Schattentheater und frage Minnie, ob sie die Schattenpuppen machen kann. Du kannst auf mich zählen. Gut, lass uns umgruppieren, sobald du fertig bist. Es ist mir immer eine Freude, mit dir zu plaudern. Okay, Seile brauche ich noch. Mulan, Mann, erschreck mich doch nicht. Genau, komm erstmal mit. Wie schön, dich zu sehen. Lass uns mal abhängen, bevor ich jetzt hier die ganze Zeit wieder suchen muss, wo du eigentlich bist. Lass uns lieber abhängen. So, hier ist noch eine Werkbank. Da muss ich mir 5 Seile herstellen. Oh ja, das passt. Okay. So, und dann sollte das eigentlich umschwingen, dass ich mit Minnie reden kann. Oder auch nicht. Es bleibt trotzdem drin. Mal gucken, ob es jetzt so funktioniert. Könntest du mir bitte helfen? Hallo, Gameplayerin. Achso. Dein Gesichtsausdruck nach zu urteilen, vermute ich, dass du eine Frage an mich hast. Ja, das habe ich. Mulan bereitet ein sogenanntes Schattenspiel vor, welches sie den Dorf und den... Oh, ich liebe Schattenspiele. Warum müssen du weißt etwas darüber? So früh sein? Ja, natürlich. Ich interessiere mich für alle Arten von Kunst. Und Schattenspiele sind wunderschön. Lass mich raten. Mulan möchte Hilfe bei den Schattenfiguren. Oh, ich kann so gar nicht mal reden heute, weil mein Hals irgendwie ein bisschen im Eimer ist. Ja, das würde sehr helfen. Also, ich würde sie gerne herstellen. Sie will uns von der Reise erzählen. Und die sie und Mushu während des Vergessens zurück in ihr Reich unternommen haben. Oh, das wird faszinierend. Ich fange gleich mit den Figuren an und bringe sie zu Mulan, sobald ich fertig bin. Danke, Minnie. Du bist ja bezaubernd. Ja, jetzt steht das immer noch drin. Also, stelle sicher, dass du die Teile für das Schattentheater in deinem Inventar hast. Teile zum Basteln. Die waren das. Ach so, mit Eisenbarren. Okay. Ich wollte gerade sagen, wie stellt man die jetzt her? Bringe die Materialien für das Schattentheater zu Mulan. Die steht direkt neben mir. Sehr schön. So. Das ist alles, was ich brauche, Gameplayerin. Ich danke dir. Minnie hat gesagt, dass sie dir auch die Puppen machen wird, wenn sie fertig ist. Bringen wird. Brauchst du noch etwas?
Tatsächlich ja. Als ich mit Mushu über die Geschichte gesprochen habe, sagte er, dass er für die Beleuchtung des Theaters zuständig ist. Weißt du, da er Feuer spuckt? So, dich zu sehen. Mushu ist ein perfekter Beleuchtungsdirektor. Ich nehme an, es ist nicht so einfach. Ich schätze, er ist in Schwierigkeiten. Kannst du mit ihm reden und schauen, ob du ihm helfen kannst? Klar. Wenn ich weiß, wo er ist. Da. Mushu. Dieser Ort hier ist so seltsam. Guten Morgen, Kadett. Da ist er. Hallo. Hallo, Gameplayerin. Das Schatten... Achso, ja klar, er hat ja noch seine eigene Questreihe. Echt jetzt? Das ist doch lächerlich. Ich bin ein Wächter. Mir geht nie das Feuer aus. Warum bleibt diese verrückte Theaterlampe nicht an? Oh, hey, ich habe dich nicht gesehen, Gameplayerin. Geht's dir gut, Mushu? Mir geht's gut. Die Laterne hat Probleme. Sie geht viel zu schnell aus. Sie könnte also mitten in eine Show ausgehen. Ja, und das wäre nicht gut. Natürlich ist das nicht das erste Schattenspiel, das wir im Tal aufführen. Vor dem Vergessen haben wir viele davon gemacht. Damals hatte unsere Laterne eine besondere Lichtquelle, die nie ausging. Irgendeine Art von Magie, mit der ich nicht wirklich vertraut bin. Magische Seltsamkeit, hm? Ich schätze, ich sollte mit Merlin reden. Höre genau zu! Tu ich doch, deswegen rede ich doch mit Merlin. Aha. Ah, Gameplayerin. Ich habe ein sehr interessantes Gerücht gehört. Du schließt dich Mulan und Mushu an, um die Schattenspiele zurück ins Tal zu bringen? Wir versuchen es, aber wir haben ein paar Probleme mit der Laterne. Ich nehme an, dass sie nicht leuchtet, richtig? Ja. Kannst du uns helfen? Natürlich. Was du suchst, ist ein drakonischer Granat. Bitte was? Ein besonderer Edelstein, der, wenn er mit Mushus Wächterfeuer gefüllt ist, ewig brennt. Wir hatten einen vor dem Vergessen, aber ich fürchte, ich habe ihn bei einem meiner experimentellen Versuche, die Nachtdorne aufzuhalten, benutzt. Ich habe sogar mein Bart ein wenig angesenkt. Aber ich habe keine Zweifel, dass du mit deinem üblichen Talent einen neuen schaffen kannst. Sobald du die notwendigen Materialien gesammelt hast, um den leeren drakonischen Granat herzustellen, bringst du ihn zu Mushu, damit er ihm Feuer einhauchen kann. Sieh dir dieses Streamlight an. Du machst das sehr gut. Wie soll ich den jetzt herstellen? Sag mir doch wenigstens, wie ich den herstellen soll. Moment, das sieht aber nicht gut aus hier. Ist hier schon wieder so eine Blume. Ich denke, das Event ist vorbei. Wieso habe ich hier überall ständig solche Blumen? So, das dürfen wir nicht liegen lassen, weil da können halt, wie jetzt gerade, immer schon mal schwarze Kristalle drin sein. Leerer drakonischer... Granat, Traumscherbe und Kohlenerz. Oh ja, der ist doch diesmal... Vergleichsweise zumindest noch echt günstig. Bringe den Mushu. Der rennt doch jetzt bestimmt wieder weg, oder? Der ist so klein. Da. Der ist nämlich so klein, den übersehe ich sonst wieder. Naja, er ist ein bisschen größer als Buzz Lightyear. Hey, was geht? In so einen Ort, der Wächterdrache des Tals. Zu deinen Diensten. Bitteschön, damit sollte es klappen. Hey, was ist das denn, Gameplayerin? Für mich sieht das nicht nach magischem Feuer aus. Es ist ein leerer drakonischer Granat. Wenn du ihm etwas von deinem Feuer gibst, können wir ihn als Laterne benutzen. Oh, okay. Wie bei den Drachen aus Leben im Lager? Ganz genau so. Also gut, tritt zurück, lass den Wächter seine Magie wirken. Ha, sieh dir das an. Kann ich nicht, weil mir wird ja hier nie was gezeigt. Bring das zu Mulan, damit unser Theater strahlen kann. Hey, du da! Magst du nicht mal deinem Drachenfreund zur Hand geben?
Das ist fantastisch, Gameplayerin. Vielen Dank für all deine Hilfe. Jetzt muss ich nur noch alles zusammenstellen. So, das Schattentheater ist fertig und ich denke, du solltest entscheiden, wo es steht. Es ist mir eine große Ehre. Eine, die du auf jeden Fall verdienst. Ich habe einen Vorschlag. Warte mit dem Aufstellen des Theaters bis zum Einbruch der Dunkelheit. Das Licht wird im Dunkeln am schönsten sein. Muss ich das? Weil wir haben nämlich gerade früh am Morgen und ich... Okay, optional platziere es nachts. Okay, gut, weil das wäre jetzt echt... das könnte ich ja nicht machen, also ganz ehrlich. Ich weiß jetzt nur nicht, was jetzt am besten wäre. Also hier hätten wir theoretisch noch ein bisschen Platz. Wobei das natürlich nicht so passen würde zu ihr. Weil bei Mulan ist nämlich alles relativ voll. Ich habe hier mal ein paar neue Bäume hingestellt, damit es ein bisschen schöner aussieht. Und wie ihr seht, ich habe jetzt hier dieses Wasser aufgestellt, was ich von Dagobert, glaube ich, bekommen hatte. Die Dinger hier habe ich auch bei Dagobert gefunden, aber ich weiß nicht genau, wo ich die jetzt her hatte. Dann die Waffen hatte ich ja vorher schon aufgestellt. Und der Zehngarten war, glaube ich, vorher auch schon da, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und das haben wir jetzt im letzten, in der letzten Folge gemacht. Eigentlich würde ich das gerne hier hinstellen, aber dafür wird es zu eng sein. Ah ja, und hier diese Tische, genau, die habe ich auch noch hingestellt. Eigentlich müsste ich das so hinstellen, dass man das von den Tischen aus direkt sehen kann. Moment, wie geht das nochmal? Das geht mit der Schaufel weg, ne? So. Ich weiß ja nicht, wie groß das ist jetzt mein Problem. Schattentheater. Oh, es geht aber noch. Weil so kann man das nämlich hier hinstellen. Ich meine, gut, wenn die von der anderen Seite kommen, sieht das natürlich dann doof aus. oder kann man das... Ja, okay, es ist aber auch zu, muss man dazu sagen. Ansonsten würde ich sagen, vielleicht hier hinstellen. Weil dann könnten die Leute sich auch da hinsetzen und dann ein bisschen essen und trinken, wenn sie halt... wenn die zuschauen. Ich weiß ja auch nicht, ob das jetzt hier stehen bleibt. Das ist ja auch noch so das Ding, ne? Kann ja auch sein, dass das gleich wieder weggeht. Nach der Quest. Hallo? Ich wollte gerade sagen. Mit H war das. Oh, Moment. Moment. Bis auf dieses Scheiß-Symbol. Wieso ist dieses Symbol jetzt da drin, dass der eine Quest hat? Das sieht doch doof aus. Abgesehen davon, dass jetzt ganz plötzlich hier diese Nachtdorne reingekommen ist. Was natürlich auch doof aussieht. Aber ansonsten wäre das das perfekte Foto. Sie guckt wieder mal so grimmig, sie guckt freundlich. Ich bin gerade schön am Lächeln. Ich meine, Merlin guckt ja sowieso meistens nicht anders. Er sieht gerade gut aus. Nur dieses Ding hier stört. Ich meine, gut, das könnte ich noch wegretuschieren. Aber hier, das würde schon schwer werden, das wegzuretuschieren, diese Nachtdorne. Die war nämlich gerade eben noch nicht da, als ich das hingestellt habe. Ha. Na gut, speichern wir. Machen wir trotzdem noch ein zweites. Wenn mein Begleiter hier so reinhoppelt, okay. Nur so, damit ich was zur Auswahl habe. Weil man kann es halt nur einmal machen, ne? Dann ist das wieder weg. Wenn ich ihn mal brauche. Hallo? Hallo? Ja, toll. Jetzt ist hier hinten. Ja gut, die Nachtdorne bin ich mir jetzt... Nein, nicht jetzt. Ich wollte doch nur mal eben kurz die Nachtdorne wegmachen. Ich kann es jetzt nicht gebrauchen, dass ich jetzt hier noch so eine Chest kriege. Ah. Also ich meine, ich freue mich da immer drüber, aber dass ich die jetzt noch sammeln muss, das ist natürlich doof. So, warte. Bevor... Also jetzt kommt ja nicht noch mal eine daraus, hoffe ich doch mal. So. Jetzt ist es wieder besser hier. Mulan. Oh, Gameplayerin, das Schattenspiel lief wirklich gut. Ich hatte ganz vergessen, wie viel Spaß es macht, hinter den Schattenwurf Geschichten zu erzählen. Das Theater sieht wunderschön aus. Okay. Das ist wirklich gut geworden, oder? Ich schätze, ich kann inzwischen ganz gut mit dem Hammer umgehen, wenn ich das hier und den Teestand betrachte. Jetzt möchte ich, dass du das Schattentheater hast, nur für den Fall, dass es zu einem festen Bestandteil des Tals machen willst.
Das ist nett, Dankeschön, aber warum kann man die Sachen dann nicht einfach da stehen lassen? Nochmals vielen Dank, dass du mir geholfen hast, alles einzurichten. Es war toll, etwas aus meiner Kindheit mit meinen Nachbarn zu teilen. Hallo. Vielleicht können wir bald wieder ein Stück aufführen. Ich bin sicher, du hast viele Geschichten zu erzählen. Ja. Möbel. Jetzt werde ich es nie wiederfinden. Aber ich habe mir Trick 17 angewöhnt, dass ich jetzt immer... da ist es. Dass ich jetzt immer hier... ach so, jetzt ist das nicht mehr so lang. Ach, dann ist das nur wegen dem Foto gewesen. Ja, dann mache ich das doch hier hin, weil dann kann man nämlich dann hinter immer noch angeln. Und so kann man trotzdem hier noch gut zugucken, finde ich. Das ist in Ordnung. So, Mulan, was hältst du davon? Sieht doch toll aus, oder? Ja, dann würde ich sagen, das war jetzt eine sehr, sehr kurze Folge im Vergleich. Aber dass wir trotzdem hier einen kleinen Cut machen, weil ich, wie gesagt, immer gerne jede Folge eine neue Quest drin habe. Und ja, das halt jetzt ein guter Cut ist. Und ich weiß auch nicht, wie lange die nächste Quest jetzt sein wird. Wenn die jetzt wieder sehr lange ist, dann würde das nämlich nicht auskommen, wenn wir die jetzt so zusammenschieben werden. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.